Und oh, guck dir das mal an. Guck dir das mal an. Der zu Hammerman of Tomb und dann wieder der ETC First Pick. I'm calling it now. Also das ist auf jeden Fall der Trick, den die Nile vorhin gemacht haben gegen ja. Die Koreaner. Da hat es aber nicht gut funktioniert, muss man andererseits sagen. Aber klugerweise waren Burning Rage hier Xul. Vielleicht, ich weiß nicht. Ich glaube, ich hätte lieber Saria gebannt. Vor der hätte ich mehr Angst als vor Xul. Ich weiß nicht, eine Saria Solo Lane, ist die so beängstigend? Ich finde Saria einfach, sie ist... Also sie gibt einem quasi vor, wie man gegen ihr Team zu kämpfen hat. Weil sie ja durch ihre Schilde bestimmen kann, wen man gerade quasi nicht angreift, mehr oder weniger. Und das finde ich ist halt schon sehr ekelhaft. Xul kann man einfach in der Rotation stören. Ja, ich sehe deinen Punkt auf jeden Fall. Also... Aber weißt du, sie haben halt die Möglichkeit natürlich Saria zu picken. Sie haben den, sie wussten halt wahrscheinlich auch, also weißt du, wenn ich das raffe, dass die Nile das gleiche machen, wie sie gegen die Koreaner ja, gemacht haben. Auf jeden Fall, ja. Dann werden sich das auch die Brasilianer ausrechnen können. Und also gut, dass man den Muradin dann kriegt, klar, okay. Offensichtlich finden die Nile den ETC besser auf Tomb, was halt schräg ist, weil eigentlich das krasse ja sozusagen Stage-Tap ist, was auf großen Maps gut ist. Aber sie sagen, nee, der Early-Game-Fight mit ETC ist halt krass und dann kriegt man das erste Payment und dann kriegt man das nächste Payment und dann kann man Lawine machen und den Gegner überfahren sozusagen. Und ich glaube, sozusagen diese Grundidee ist nicht ganz blöde, aber so ein Zurückhalt, also weißt du, so ein defensiv kompakt stehendes Team wie die Brasilianer, das klingt halt so krass nach Fußball. Nur halt gelogen dann. Die kompakt stehenden Brasilianer. Aber das ist wirklich gut, ja. Aber die spielen halt wirklich die ganze Zeit sehr vernünftig, strategisch, smart. Und ich glaube, die haben im Prinzip kein Problem, dann zuzulassen, dass die Nile zweimal bezahlen können. Dann sind aber halt alle Gems weg und sie sind halt nur ein, zwei Level vorne. Und wenn man dann ein gutes Late-Game-Lineup hat, eben mit einem Muradin, dann kann man, glaube ich, da sehr gut zurückkommen. Also gefällt mir jetzt erstmal so an sich per se. Gerade auch, weil die Amis ja gerne mal ein bisschen reinsrohen. Oh. Da wurde natürlich jetzt noch eine Menge gedraftet, was wir nicht gesehen haben. Also, wir sehen als erstes den Alarak-Pick für die Brasilianer. Und der Alarak-Pick ist deswegen gut, weil man häufig eine Solo-Lane unten sieht. Das Ding ist aber, man kann natürlich auch sagen, wir spielen entweder keine Solo-Lane und ganken die ganze Zeit mit ETC Kerrigan, oder man kann sogar die Kerrigan auch auf eine Solo-Lane stellen auf Tomb und die ganze Zeit mit dem Crew von Skelett zu Skelett springen und sich unendlich hochheilen. Und ich glaube, der Alarak hat dann nicht genug Kraft, um wirklich was umzudrücken tatsächlich. Vor allem dann auch noch mit Malfurion dabei, also du hast halt wieder unendlich viel CC in dem Team. Du sagst, der Muradin dieses Mal stirbt siebenmal? Also, wenn da jetzt noch irgendwie, weiß ich nicht, ich kann mir sogar vorstellen, dass die Nile Esports so dreist ist, noch eine Tyrande dazu draftet und dann sagt, ja, wir gehen einfach voll CC-Train wieder und ballern alles aus dem Leben. Sylvanas dann. Ja, den verstehe ich nicht so ganz. Also sie haben halt, also ich meine, ich glaube, es ist eigentlich ganz smart zu sagen, okay, wir wollen nicht weggesnowballt werden. Also verhindern wir, dass sozusagen richtig krass Lawine ausgelöst werden kann. Also unter dem Aspekt finde ich es ganz smart. Aber da müssten sie jetzt Lunara picken, aus meiner Sicht. Weil die Lunara super gut ist im Web überclearen. Also dann würden sie halt sozusagen sagen, okay, wir sind schwächer im Early Game. Wir geben ihnen einfach die Pay-Ins. Die fänden dann aber und hauen die Webweaver so hart um, dass wir halt nicht so richtig schlimm kassieren. Also wenn das der Plan wäre, würde ich es wirklich gut finden. Ja. Lunara hat halt das Problem, dass sie natürlich gegen Kerrigan und ETC ziemlich angreifbar wäre. Auch ich finde, es geht sogar. Also bis Level 10 muss sie ein bisschen vorsichtiger spielen. Ab Level 10 kann sie halt mit ihrer Ulti ziemlich viel dodgen. Aber es geht natürlich vor allem auch in die Early-Game-Phase, dass man da nicht zu krass zurückfällt. Aber ja, trotzdem hast du recht. Auriel würde auch super passen natürlich mit Lunara. Andererseits ist Auriel deswegen auf dieser Map auch gut, weil sie den Gegner halt in dieser Rotation in den Engstellen immer stunt
Und da ist natürlich der Burst Damage der Lunara jetzt nicht so überragend. Außerdem wollen sie vielleicht eher ein Target wegbursten können, weil der Malfurion so guten Sustain-Heal gibt. Also, ja, ich würde sagen, Lunara ist jetzt eigentlich nicht mehr so super, super geil. Insofern bräuchten sie was anderes, was gut Webweaver cleart. Baller vielleicht. Oh! Also, da wird der Draft gerade ganz schön viel ÖD-orientierter. Also, das Stun-Combo into Tychus bringt einen um, geht halt auch ganz gut. Ja. Oh, und Gul'dan scheinbar für Denial. Das geht jetzt, obwohl die spielen Gul'dan ja nicht. Called it! Ich bin so ein guter Prediction King, das ist unfassbar. Naja, aber Gul'dan, sie spielen ja Gul'dan sowieso nicht so Late-Game-orientiert, sondern mit dem Q-Bild. Ich denke mal, das werden sie auch hier machen. Ist die Frage, ob Gul'dan die Solo-Lane kriegt oder ob Kerrigan das macht? Ich denke, eigentlich passt Gul'dan. Und mit der Kerrigan haben sie natürlich eine sicke Stun-Combo. Und so ein Muradin wird hart leiden auf jeden Fall. Ja. Oh, wir sehen Vroom-Vroom-Action! Endlich! Ja, gefällt mir sehr gut. Also genau sowas fehlt da auch. Also damit können sie natürlich genau das machen, was ich gesagt habe. Gut, die Webweaver clearen und Hope generieren für Auriel. Oh, das ist richtig gut. Aber wird halt auch richtig schwierig, da die Frontline gerade am Leben zu halten. Ich glaube vor allem tatsächlich, der Muradin wird echt Probleme kriegen. Der Alarak kann ja einfach das Ganze ein bisschen defensiv angehen. Ready to roll out. Nice. Echt mal, Rolle guckt die ganze Zeit Mainstream, der alte Cheater. Ja, genau. Ist halt nicht so, dass ich das nicht schon gesagt habe, bevor das überhaupt auf dem Mainstream... Lächerlicher Cheater. Ja, absolut. Prediction King. Yeah, right. Ah, sehr gut, ey. Hammer? Ja, keine Ahnung, wahrscheinlich, weil Cho'Gall noch offen ist. Aber in diesem Fall konnte Cho'Gall nicht mehr gepickt werden, insofern brillanter Hammer-Lastik. Absolut super. jetzt kann ich mir halt auch vorstellen, dass Hammer auf die Solo-Lane geht. Ah, macht das so viel Sinn, eigentlich mit Hammer dann auf die Solo-Lane zu gehen? Ah, es könnte schon Sinn machen. Würden natürlich ihre Mid-Rotation viel stärker machen, wenn da der Alarak dabei ist. Also der Alarak muss selber dann auch auf sich aufpassen, aber... Die Hammer ist natürlich in der Rotation relativ anfällig, weil er einfach nicht so fix unterwegs ist. Ja. Ich wollte nochmal schnell loswerden. Die Leute, die aus der Hearthstone-Szene gerade rübergeschwemmt wurden, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, tut euch keinen Zwang an. Fragt im Chat. Wir versuchen zwischendurch darauf einzugehen und vor allem habe ich die meisten Mods, die es im Internet gibt. Und manche davon helfen einem auch zwischendurch. Also... Wir können da bestimmt schnell zwischendurch mal ein paar kleine Fragen klären, wenn ihr mögt. Ich denke mal, viele vor zwei sind vielleicht auch viele einfach bereit, sich noch ein bisschen berieseln zu lassen, bevor es in den Tiefschlaf geht. Gibt es diese Liga dann in Europa auch? Ja, also heute wurde eigentlich nur noch mal ein paar Details mehr rausgehauen. Es wurde ja schon vor ein paar Wochen announced, dass in Heroes es ab nächsten Jahr so eine E-Sport-Liga geben würde und es Gehälter für alle Spieler in dieser Liga geben würde. Und das gibt es für die vier Hauptregionen, für Korea, China, Europa und Amerika. Und das System ist überall gleich. Und das heißt, ja, die Kompensation ist auch überall gleich. Ich dachte, wir würden jetzt einfach reingehen, weil man hat ja schon im Hintergrund gehört, ready to roll out. Da wird nämlich ab und zu ein bisschen gefailt mit dem Teamfeed, man hört immer noch den Ingame-Sound zum Teil. Aber offenbar hat Frozen Prox recht, der war das doch, oder? Nee, irgendjemand hat gecallt, es gäbe eine Pause-Explosion. Gott sei Dank, doch die Night. Wir gehen rein, Freunde. Wir sehen Map Nummer 2 zwischen Burning Rage in Blau von links nach rechts für Brasilien und Lateinamerika. B2GG auf dem Alarak, Schritte auf dem Tychus, Muritz auf der Sergeant Hammer, Surprise auf dem Muradin
und Viera auf Auriel. Auf der rechten Seite in Rot für Nordamerika haben wir die Nile Esports mit APM auf Mephurion, Glorung auf Kerrigan, iDream auf Gul'dan, K1 Pro auf Tyrande und King Caffeine auf ETC. Ja, und beide Teams haben eine krasse Stun-Kombo. Insofern werden diese Early-Game-Fights wahrscheinlich ziemlich explosiv, könnte ich mir vorstellen. Also auf der einen Seite, die Nile kann mit ETC stunnen, Tyrande Follow-Up-Stun oder Kerrigan springt erstmal rein, stunt ein und Tyrande macht Follow-Up-Stun. In beiden Fällen kann dann das Target zusätzlich Hunter's Mark draufkriegen. Und das kennt man ja auch aus Hearthstone. Dann wird schnell gestorben, wenn man das Hunter's Mark drauf hat. Und Burning Rage auf der anderen Seite haben die Option, mit dem Muradin jemanden zu stunnen und dann kann Auriel, auch eben der Highland-Team, gegen die Wand schubsen und das stunt dann auch nochmal ziemlich lange. Ja. Auch hier... Hast du zufällig den ersten Stormbolt mitgekriegt? Nee. Surprise hat erstmal schon mal einen Creep beseitigt. Oh, aber jetzt schönes Engagement gegen APM und der Stun sitzt völlig richtig. Und wir haben es gesehen. Genau dieses Stun-Kombo. Und wir sehen sie tatsächlich. Einfach auch zweimal. Geil. Also, funktioniert auf beiden Seiten. Da fühlt man sich gut als Caster, oder? Du machst im Draft alles richtig, callst jeden einzelnen Pick. Und ich mache strategisch alles richtig. Super. Wir wissen ganz genau, was wir reden, könnte man glauben. Absolut. Also, das ist hier... Gul'dan geht tatsächlich hier das... Kuhbild auch. Mephurion mit Moonfire ist vielleicht hier für mehr Wave Clear einfach da bei den Rotationen. Jo, skill ich tatsächlich auch fast immer. Finde ich super stark. Wir sehen die nächste Stun-Kombo. Diesmal aber beide Teams mit der Stun-Kombo am Start. Und King Caffeine. Oh, schön gemacht von Muris hier, wie er den ETC noch in den Tower reingeschossen hat. Das unterschätzt man als Tank. Also nicht als Sergeant Hammer, sondern als Tankspieler. Man hat das Gefühl, oh geil, ich bin an Sergeant Hammer dran, den können wir jetzt endlich richtig platt machen. Aber die macht dann den Booster an, ist unendlich agil und kann einen dann nochmal in eine unangenehme Richtung schubsen, in dem Fall in die Tower rein. Ja, Wolle ist immer ein bisschen voraus, weil er möchte ja Prediction King sein. Ach so, bei welcher Sekunde bist du denn gerade? Dann halte ich nochmal. 2, 16, 17, 18, 19. Ja, wir sind ziemlich synchron gerade. Yeah, right. Ja, ich glaube auch, wir sind ziemlich synchron, das ist Spinnerei. Na gut, auf der Top-Lane sehen wir Alarak gegen Malfurion. Also wir haben tatsächlich hat Burning Rage quasi gesagt, nee, wir spielen das nicht so, wie ihr das wollt, dann wäre voll schlecht für uns. Wir spielen einfach eine Zweier-Lane unten und Auriel, Alarak oben und in der Mitte finden sie irgendwie völlig schockierenden Kill, allerdings verlieren sie dafür auch den Alarak. Ja, also auf beiden Seiten fallen hier die Leute wie die Fliegen, durch die Stun-Kombos. Richtig Clown Fiesta, großartig. Obwohl eigentlich, also Clown Fiesta ist ja mehr, wenn es auf beiden Seiten chaotisch und ohne Sinn und Verstand ist. Eigentlich muss man eher andersrum sagen, die Rotationen werden gut gespielt und die Stunts sitzen so gut, dass ganz schwer ist, da wegzukommen. Und also generell diese Stun-Kombos sind halt auch einfach krass gut. Ja, auf jeden Fall. Also die sitzen halt. Also bis jetzt ist ja jede Kombo, die angesetzt wurde, ist ja auch zu einem Kill gekommen. Beziehungsweise konnte dann also auf beiden Seiten jetzt... auf dem einen Seite 3, auf der anderen Seite 2 Kills. Okay, 4 Kills. Das war eine schöne Rotation. Da haben sie früh aus der Mitte gecallt, ey, Gul'dan steht scheiße, kommt mal alle zur Mitte, wir töten den. Und die Brasilianer kommen da direkt zusammen, machen den Kill klar und können jetzt vielleicht direkt noch einen Tower rausnehmen. Außerdem haben sie schon 18 Gems eingezahlt. Bei 50 kommen die Webweaver und ich denke mal, sie werden jetzt versuchen, während Gul'dan tot ist, noch den Rest einzuzahlen. Sie haben nämlich eigentlich genug zusammen. Also ihnen fehlen jetzt gerade noch 2, die werden gerade eingesammelt und jetzt haben sie wirklich genug. Aber Gul'dan ist schon wieder unterwegs. Also Alarak bezahlt oben noch, aber der Rest des Teams müsste eben unten die Gems noch einzahlen. Das scheint nicht zu funktionieren. Geil finde ich, dass Muris einfach die ganze Zeit die Krone auf hat. Weißt du, scheißegal, ob jemand anders was versucht, dann Schaden zu machen. Muris hat die Krone. Alle anderen haben nicht, ist egal. Hammer macht genug Hope. Alle zusammen, aber ich meine, ja, Viera hat ja auch die ganze Zeit Full Hope, also da muss er sich wirklich keine Gedanken machen. Vor allem Tomb of the Spider Queen natürlich auch eine unendlich dankbare Map, kann sich Auriel zur Not auch selber immer wieder auffrischen. Ja, das gefällt mir jetzt gerade nicht so gut von Burning Rage. Also lassen sich da jetzt viel Zeit, aber die Rotation ist ganz smart. Sie haben Tykes hochgeschickt und Alarak runter. In der Konsequenz kann der Tykes oben bezahlen. Aber da unten lassen sich ein bisschen zu viel Zeit. Beide Teams jetzt Level 7 und das hätten sie halt, den Talent Lead hätten sie eigentlich ausnutzen können. Ja.
Jetzt ist natürlich kurz vielleicht auch ein bisschen kleiner Vorteil für die Nile da, denn während auf der einen Seite Clans da ist, hat Aurel keinen direkten Clans, sondern muss bis Level 10 auf die Aegis warten. Ja. Aber da könnte jetzt... Wird jetzt bezahlt und ich glaube, Surprise kann da zonen auf jeden Fall gegen King Caffeine. Sie können King Caffeine sogar kriegen. Schöner Telekinese nochmal, aber Surprise nicht direkt mit dem Stormbolt. Das war aber auch schwierig. Also da müsst ihr antizipieren, dass die Telekinese kommt und den Stormbolt schon mal vorher werfen. Also wenn sie Koreaner wären, hätten sie das gemacht, würde ich sagen. Aber so war es gut genug, finde ich. Ja. Und ja, also das erste Payment für die Brasilianer. Und sie haben sowieso schon viel Druck gemacht. Also das sieht richtig gut aus tatsächlich für unsere dritte Map. Ja. Also, sie haben jetzt hier die Weaver, sie haben Hammer dabei und machen jetzt hier auch noch ordentlich Druck auf Glorung und Caffeine. Ja, da sollte unten gegankt werden, aber sie haben das gecallt, haben das kommen gesehen und haben sich rechtzeitig in Position gebracht. Surprise, kriegt da kein Engagement. Sind 4 gegen 5, müssen jetzt also unbedingt da weg. Vera, war da ganz schön schlecht positioniert, aber sie kommen rechtzeitig raus. 4 gegen 5 ist heute nicht das erste Mal, dass es gut ausgeht. Ja, richtig. Ja, da holt natürlich die Alarak in der Zwischenzeit alleine ganz viel Value raus aus der Top-Lane. Jede Menge Gebäudeschaden wird gemacht. Brunnen fällt auch in der Mitte und Level 10 steht kurz bevor. Und eigentlich hatten wir doch gesagt, also Gott sei Dank habe ich mich da noch gerettet. Also eigentlich ist der Draft eher Late-Game-orientiert von den Brasilianern. Oh, und sie kriegen Glorong noch abgefarmt. Das darf natürlich nicht sein. Ja. Junge. Das gibt natürlich jetzt auch noch einen Keep direkt da oben, einen Fort direkt. Ja, und vor allem Level 10 und damit wahrscheinlich direkt das nächste Payment. Und dann kann natürlich jetzt die Lawine abgefeuert werden. Also ich meine, ich hatte zwar gesagt, dass der Tychus sie natürlich ein bisschen Early-Game-orientierter auch aufstellt, aber die Realität ist natürlich, dass sie mit Sergeant Hammer und so jetzt eigentlich nicht so einen richtig sicken Early-Game-Draft haben. Aber also es ist krass, wie viel sie jetzt rausholen aus den Webbieren, weil sich eine Chance ihnen offeriert hat, nutzen sie das wirklich voll aus. Sind aber immer noch zu viert hier, ist also ein bisschen risky immer noch weiterhin. Tychus müsste vielleicht dazukommen und der Rest des Teams zieht sich auch zurück, okay. Und sie können vielleicht nochmal bezahlen, allerdings fehlen noch 11 Gems. Ich finde den Muris, ich finde das richtig gut. Jeder normale, in Anführungszeichen, Hammer-Spieler in Europa würde gegen so eine Combo die reduzierte Cooldown auf dem Booster geben. Muris sagt sich einfach so, ich will mehr Minen haben, ich will mehr Damage machen. alles egal. Also schon, aber er wird halt auch gut beschützt und in die Hammer-Range zu kommen ist natürlich auch gerade für eine Carry-Gin nicht so ganz einfach. Ja, zumal da halt, also der Alarak spielt das ja übelst defensiv, ne? Man kann ja mit Alarak auch in die Gegner reinspringen, stattdessen steht er hinten und macht einfach was ankommt mit Silence drauf. Das sieht nicht gut aus für King Caffeine. Knockback nochmal, der war gut und die Kerrigan kam von hinten, hatten sie ein bisschen Angst, sonst hätten sie wahrscheinlich den Kill da holen können, aber in der Zwischenzeit zahlt der Tychus unten seine Gems ein. Es fehlt allerdings noch ein ganzes Stück hier für ein zweites Payment für die Brasilianer. Beziehungsweise das Problem ist, dass sie jeder so 2-3 haben. Aurel direkt mit der Aegis. Aber glaube ich aber wichtig. King Caffeine, kommt mit dem Sage Dive raus. Wirklich gut gerettet, beide Tanks gegen die Stun-Kombos. Also es ist wirklich das Thema des Spiels. Der Laser zoomt jetzt ganz schön und die Tranquility auf der anderen Seite hält alles hoch. Ja, hätte das man vielleicht auch Silence spielen können tatsächlich. Und jetzt muss unten bezahlt werden. Ja, Maurice ist unten dran am Spot. Hat er 6 Gems? Glaube ich fast nicht. Nee, hat er nicht. Hier wird auf jeder Seite dann nochmal unterbrochen. Aber ist jetzt auch nicht... Am Ende schleicht sich Viera weg und nein, das kann nicht dein Ernst sein. King Caffeine, Junge. Wenn sie den Kill gekriegt hätten, wäre es vorbei gewesen. Weil, also das Keep oben ist ja offen. Die Keep Wall ist schon weg, der Webbier pusht da jetzt eh schon gefährlich drauf. Und wenn sie da ohne Tank hätten defenden sollen... Das hätten sie nicht hingekriegt, schlicht und ergreifend, die Nine Esports. Na gut, jetzt ist die Situation so ähnlich, wie wir das vorhin schon mal erlebt haben, nur viel, viel knapper, also richtig spannend. Level 12 gegen Level 10 heißt natürlich erstmal keinen großen Vorteil im Kampf, aber mit den Webfiebern können sie natürlich jetzt schnell Level 13 erreichen und dann vielleicht oben oder vielleicht auch in der Mitte sogar auf das Keep-Druck machen mit dem Talent Lead. Und die Nile müssen dann, also sie haben die ganzen Gems ihrerseits und auf der anderen Seite gibt es quasi keine mehr für die Brasilianer. Insofern, wenn sie irgendwie überleben und sich sozusagen im Spiel halten, einigermaßen ausgeglichen, dann kann das große Comeback gestartet werden für die Nile. Aber so lange müssen sie jetzt erstmal aushalten. Und wir sehen schon, die nächste Keep Wall wird angegangen. Unten wird das Vorsterben. Also XP Lead ist jetzt ziemlich groß schon. Da müsste eigentlich mal jemand den Busch checken, wo Glorong da die ganze Zeit drin steht. Ja. Also, ist schon
erstaunlich, aber ich meine natürlich, Glorung wagt sich auch nicht so wirklich da jetzt reinzuspringen, um irgendwas zu machen. Dafür wäre ja zur Not dann auch noch die Aegis da. Und das finde ich halt so gut bei den Brasilianern. Ne? Also die spielen nicht alles perfekt, aber sie spielen strategisch solide und nehmen keine unnötigen Risiken, ziehen sich wieder zurück, nehmen ihren nächsten Webweaver, pushen damit jetzt noch ein bisschen, vielleicht die Keepwall kaputt und dann gehen sie weg und warten ganz entspannt, bis sie Level 16 sind. Wäre jetzt meine Prediction, mal schauen, ob sie das wirklich so vernünftig spielen. Aber bis jetzt haben sie das tatsächlich genau so gemacht. Oh, Alarak erwischt da die Tyrande, aber Surprise hatte vorher seinen Stormbolt schon rausgehauen, insofern da keine Chance. Der kriegt. Schön reagiert hier. Aber Sage Dive jetzt nochmal die Chance, vielleicht ein gutes Engagement zu kriegen. Aber die Ultimates wurden natürlich eigentlich schon größtenteils gezogen. King Kafin muss aufpassen. Seinerseits Counter-Strike von B-Talk, aber der geht tatsächlich down. Aber sie kriegen den Counter-Kill, immerhin. Und der Silence hat auch nochmal richtig reingedrückt. Ich hatte mir doch vorhin Tranquility eingebildet. Hat tatsächlich vorhin die Tyrande so viel geheilt? Ist das zu glauben? Ja, und Viera erwischen sie tatsächlich auch noch. Die Frage ist, ob King Kafin rauskommt. Jawohl, kommt er. Tja, und da haben die Nile tatsächlich ihr Comeback gefunden. Da muss ich aber, also ich hatte erzählt, die Brasilianer sind so vernünftig und so weiter. Und ich finde tatsächlich, eigentlich waren sie da vernünftig. Sie sind eigentlich rechtzeitig weggegangen. Das war einfach ganz, ganz knapp, aber wirklich gut gespielt von die Nile, dass sie da den Fight noch so günstig für sich genommen haben. Und ja, wir sehen jetzt genau, was ich angesprochen habe. Sie haben gute 100 Gems, das heißt, sie können zweimal hintereinander bezahlen. Und damit sind sie eigentlich wieder absolut even drin im Spiel. Also das war genau das, was sie jetzt gebraucht haben. Sie können jetzt hier die ersten Weaver holen, können damit pushen und können direkt danach instant die nächsten Weaver holen. Und vor allem wichtig jetzt auch Level 13. Da sehen wir den Kampf auch nochmal, was da schiefgelaufen ist. Ja, erstmal der 4. Das ist halt super eigentlich reagiert, wie du angesprochen hast. Direkt die Aegis gezogen, aber Stage Dive ist richtig gut gewesen. Hat quasi alle erwischt. Und Starfall dazu macht quasi unmöglich, dass sie wegkommen. Und Lauren trifft die nächste Kombo auch noch, diesmal auf 2. Und damit ist dann der Fight halt verloren. Und ich glaube, der Avatar wurde nicht gezogen tatsächlich. Außerdem ist natürlich dann so ein bisschen so, dass die Kerrigan dann einfach komplett ausrastet und von einem zum nächsten springt. Nicht ganz so wie die Ming, aber es geht schon so ein bisschen in die Richtung. Aber trotzdem, da musste schon viel zusammenkommen, dass der Fight so günstig lief für die Nile. Also es war einfach wirklich, also King Kafin, super Ultimate, Kerrigan von Glorung, super Stun-Kombos, also da haben sie einfach viel richtig gemacht in dem Fight. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt haben sie auf jeder Lane schon mal ganz gut gepusht. Jetzt wollen sie sich unten das Fort holen und damit, also sind damit noch nicht komplett even in der Erfahrung, aber die haben sich jetzt hier ein ganz gutes Stück weiter nach vorne geholt. Ja, so dass es jetzt richtig knapp wird halt. Also wird auf jeden Fall jetzt richtig spannend. Man muss aber sagen, ein Level-Unterschied heißt natürlich jetzt schon, dass eigentlich die Brasilianer nochmal mit 16 gegen 15 guten Fight kriegen könnten. Ja. Es sei denn, sie werden jetzt da von so einer Falle erwischt. Surprise-Check den Busch. Face-Check. Der Surprise-Face-Check hier. Aber ich denke, es ist okay. Sie haben nämlich Talent-Lead und das heißt, die Nile werden sich einfach zurückziehen. Oh, und sie erwischen King Kafin. Wieder die gleiche Situation wie vorhin. Telekinese kommt und Surprise wird halt genockbackt. Ich glaube, er müsste da tatsächlich einfach predikten und den Stormbolt vorher werfen. Ist halt übelst schwierig. Aber in der Situation muss das letztlich kommen, weil sonst kriegen sie den Kill dann nie. Mit Telekinese into Stormbolt. Ja. Jetzt kann, also sie gehen tatsächlich zum Boss hin. Ich habe überlegt, ob das eine Option ist und habe mir gedacht, das ist vielleicht ein bisschen riskant jetzt, aber auf der anderen Seite, so können sie zumindest hier die Nile dazu zwingen. Jetzt ist aber, sie sind super schnell in der Zeit eigentlich. Ja, und da geht der Muradin entgegen, ja, den Boss werden sie kriegen. Ja, also ich meine, du hast natürlich recht, das ist ein bisschen riskant, aber ich glaube, es ist genau der richtige Call, weil es ist die einzige Möglichkeit, wie sie hier am Ruder bleiben, weil sonst auf der anderen Seite die Nile einfach bezahlt hätten. Und die Nile, die haben ja gerade eigentlich auf Cursed quasi mit dem smarten Boss-Call Burning Rage überrascht. Jetzt ist es andersrum so, dass die Nile dachten, sie hätten kurz Zeit, das Hardcamp zu holen und dann erst wieder auf der Map gefordert werden. Stattdessen wurden sie jetzt hier richtig ausgekontert. Verstehe nicht ganz, warum die Nile jetzt dann nicht wenigstens die Chance genutzt hat. Boah, Glorung hier. Super Cleanse von aber auch sehr schön gemacht von Beto GG, der da erstmal Telekinese in den Boss dann reingemacht hat. Auch wirklich sehr, sehr schick. Ja, und der ist natürlich Sergeant Hammer super aufgestellt. Telekinese gegen die Tyrande von K1 Pro, der kommt aber raus. Und das Keep tatsächlich bleibt am Leben. Und die Brasilianer ziehen sich zurück, wollen nichts riskieren. Clans ist natürlich draußen, insofern geht vielleicht was. Aegis muss gezogen werden.
Stage Dive steht noch zur Verfügung und Horrify. Oh, das war wirklich Zucker, das, die Combo. Surprise kriegt diesmal den Avatar an. Ich glaube, der Disengage wird dann jetzt funktionieren. Immerhin natürlich ein Kill gekriegt. Ein Level Rückstand, aber trotzdem noch für Denial. Und ich glaube, das ist so ganz in Ordnung. Also fair letztlich sozusagen nach dem Fight. Da haben Denial wieder vieles richtig gemacht. Also muss man schon sagen, die spielen das schon gut. Also dafür, dass sie von den Koreanern so vernichtet wurden, spielen Denial hier auf jeden Fall echt gutes Heroes of the Storm. Finde ich auch. Was ich jetzt, also ich meine, es ist im Endeffekt für sie aufgegangen, aber ich verstehe nicht so ganz, warum Denial nicht die Zeit genutzt hat, als Burning Rage beim Boss war, zum Einzahlen. Also eigentlich hätte man ja nicht davon ausgehen können, dass sie direkt nach dem Boss den Kill kriegen. Und ja, war glaub, vielleicht die haben auch nicht damit gerechnet, dass Burning Rage so riskante Aktionen machen. Hier sieht man jetzt nochmal, wie gut das Engagement da kommt gegen den Alarak. Beziehungsweise der Alarak ist halt auch ein bisschen mutig, geht hier nochmal drauf auf den Gul'dan und wird dann gestunt. Und die Aegis lässt ihn dann natürlich dann mitten in der gegnerischen Armee stehen, sozusagen. Ja, und diesmal hat dann iDream auch clever reagiert und hat's gewartet mit seiner mit seinem Horrify, bis die Aegis raus ist. Ja, das haben sie echt smart gespielt. Aber gut, der Vorteil ist immer noch minimal da. Für Burning Rage wird auch so bleiben. Da denke ich, das Vor oben wird zwar noch fallen, aber ist noch viel XP, die da in XP, also in Creep Waves reingespült wird quasi. Ja, das Vor geht nicht mal down tatsächlich. Und damit bleiben die Brasilianer von Burning Rage vorne. Brown sucht nochmal ein Engagement, aber ich glaube, da am Vor, das ist ein bisschen zu gefährlich, das sollten sie lassen. Und jetzt tatsächlich wieder mehr Gems auf Seiten der Brasilianer. Das heißt also, die haben es geschafft mit zwar kleinen Verlusten, 6 zu 6 insgesamt in Kills, aber sie haben es letztlich dann trotzdem geschafft, ihren ganz kleinen Lead zu behalten. Ja, jetzt natürlich, also wenn jetzt der Gul'dan den richtigen Bild gespielt hätte, der wäre jetzt lange fertig mit der Quest und es wäre so unendlich übler Damage niedergeprasselt auf Burning Rage. Das muss man dem iDream vielleicht einfach mal zeigen, ob er das beim nächsten Mal macht. Sag mal, ich bin ja nicht so ein richtiger Experte. King Kefin kriegt den Glanz. King Kefin, ey. Also erstens sehen wir wieder auf dem Muradin den guten Nomi-Bild. Und allerdings nicht mit Piercing Bolt, das ist natürlich ein kleiner Fehler, aber naja. Aber sag mal, Sergeant Hammer, da bin ich ja nicht so ein Experte, ne? Aber ja. Was sind das für Talente? Das ist halt einfach... Glorung wird da gut erwischt, auf jeden Fall. Der Silence kam. Oh, die Aegis rettet da die Aurel, aber am Ende geht sie down. Jetzt gibt es allerdings auf der anderen Seite auch zwei Kills und das sieht natürlich jetzt super aus. Und natürlich die Sergeant Hammer, das ist Executioner, ne? Mit dem, was sie da. Executioner, also Giant Killer und Executioner. So richtig oldschool. Also geil. Jedes Talent, wo das Schwert drauf ist, wird mitgenommen. Schwert heißt Damage. Naja, und falls so zu gestalten und alle Gegner zu erschießen, ist das natürlich richtig gut. Problem ist nur, sie haben dabei ihren Heiler verloren und den kriegen sie jetzt natürlich auch nicht so schnell wieder. Und da es keine defensive Talente auf Sergeant Hammer gibt dieses Mal, ist es auch schwierig, da noch was zu machen mit der Sergeant Hammer. Oh, jetzt muss er aber da tatsächlich... Ja, muss vorsichtig sein, er ist trotzdem vor Gul'dan. Ja, Alter. Also wenn die Eule jetzt ihn noch kriegt, wäre natürlich richtig bitter. Wir gucken mal, ob die Eule fliegt. Ja, das Wichtigste war natürlich, das Keep zu kriegen und das haben sie geschafft. Damit haben sie jetzt einen klaren Lead und sie sind auch deutlich früher Level 20. Also das sieht gut aus für Brasilien, für Burning Rage. Ja. Also. Und Tasdinglo sagt, das ist richtiger Bild. Bis auf sie, also 7 wäre das Talent, wo man die reduzierte Cooldown hat, aber bisher muss Hammer, ich glaube, Hammer ist noch kein einziges Mal gestorben, also von daher. Aber ich habe doch zuletzt immer andere Builds gesehen auf Hammer, bin ich bekloppt. Also, so, ich meine, es gibt natürlich auch noch Leute, die da noch First Aid mitnehmen, aber eigentlich braucht man es tatsächlich nicht. Natürlich. Naja. Also dadurch, dass Hammer so mobil ist, das Dingo sagt ja auch immer, die neue Hammer ist, hat ein Damage von Rayna und Mobility von Lunara. Finde ich eigentlich sehr treffend. Oh, B-Talk wird erwischt wieder, Aegis auch, aber Horrify wieder gewastet. Das sollte eigentlich ein guter Fight sein, eher für Burning Rage.
Aber sie kriegen den Alarak und Viera hinten hat auch ein Problem, wird auch rausgenommen von Glaurung. Oh Gott, ey, wie geht das wirklich wieder nach hinten los? Sie geben auf jeden Fall zwei Kills ab. Das ist so traurig hier für Burning Rage, dass da zwei Leute sterben. Oh, sie mussten den halt eigentlich nicht unbedingt nehmen. Also, es ist natürlich unangenehm, wenn sie das Payment da zulassen, aber andererseits hatten sie 20 gegen 19, hätten also easy alles defenden können. Da wurden sie jetzt ein bisschen gierig. Unten pusht noch das Siege Camp, das ist seit Keep an, aber natürlich wird in der Konsequenz trotzdem jetzt hier das Payment klar gemacht werden für die Nile. Würde ich mal denken, dass die das schaffen in der 5 gegen 3 Situation. Ja. Der Viera, ne? Der ist halt, der reagiert halt instant mit seinen Aegis. Ja, Aegis also, ist immer gut, aber andererseits muss man halt sagen, er wird halt in letzter Zeit ein bisschen zu krass erwischt. Also der geht halt auch weit rein vorne, um die guten Stunts zu setzen. Und also ich meine, das hat halt diese positive Seite auf jeden Fall, aber es gibt leider auch die Schattenseite, dass er halt dann echt immer ziemlich scheiße steht. Na gut, Payment wird klar gemacht für die Nile, die können jetzt also pushen, das V oben ist natürlich überhaupt kein Problem. Sie wollen aber einen Keep haben, insofern werden sie wahrscheinlich eher in der Mitte Stress machen, denke ich mal. Und dann ist so ein bisschen die Frage, ob es vielleicht dann gleich auch noch anschließend den Boss geben kann. Also wenn jetzt eins der beiden Teams jemanden verliert, dann ist wahrscheinlich das Spiel vorbei, muss man eigentlich denken. Ja. Also das wird jetzt hier nochmal sehr, sehr schwierig. Vor allem jetzt Blink auf Kerrigan, Blink auf Mephurion, Blink auf ETC. Also die können da wirklich... Oh, Glaurung muss rausblinken, das ist natürlich ekelig, aber guck dir mal auf Viera an, wie aggressiv der da reingeht. Das ist echt mega risky. Oh, aber das war jetzt ein schönes Engagement da gegen die Sergeant Hammer. Oh. Und sie wird tatsächlich rausgenommen. Avatar geht nochmal gerade so raus für Surprise. Oh, K1-Po auch richtig riskant da vorne drin. Aber am Ende kommen sie tatsächlich damit klar. Surprise tatsächlich wieder mit Avatar unter Harden Shield. Also, aber das ist ja auch eine fiese Kombo, ne? Mit dem Starfall und Stage Dive drauf. Das ist. Ja, und der Silence. Also, du kannst dich nicht wehren, bist geslowt und der Gegner springt dir auf den Kopf. Das ist schon übel. Das jetzt aber zu halten ohne Sergeant Hammer wird natürlich nicht ganz trivial. Also 4 gegen 5 sowieso natürlich nicht so günstig. Und die Nile tatsächlich aber lassen Gnade vor Rechter gehen, ziehen sich da zurück. Weiß ich nicht, ob das korrekt ist. Also der Webhopper unten hat auch keine AP, den werden sie auch defended kriegen. Und Sergeant Hammer in 20 Sekunden wieder mit dabei. Also ich glaube, da hätten sie mehr forcen sollen, die Nile, weil... Na gut, andererseits kann man natürlich argumentieren, sie gewinnen alle Fights, ne? In letzter Zeit. Also, das muss man tatsächlich leider sagen. Vor allem... Also, jeder bei Denial hat jetzt einen Escape und kommt mehr oder weniger selber nochmal aus Sachen raus. Ja, die Tyrande das, ist natürlich ein gutes Target. Also ich meine, sie hat Sprint immerhin. In das Throw Pit. Aber tatsächlich rechtzeitig gecancelt. Surprise trifft seinen Stormbolt und damit sieht das eigentlich hier alles erstmal ganz... Oh, die Kombo da in der Engstelle wäre mega sick, aber er muss selber gerettet werden. Oh, und Counter-Strike sitzt erstmal ganz gut, aber dafür verpasst er den Silence. Und Viera ist schon wieder richtig... Ne? Oh, aber das war zu riskant von Glaurung. Der geht da tief rein und wird gepunished. Allerdings kriegen sie immerhin den einen Counter-Kill, aber Surprise ist auf keinen Fall das richtige Target. Der ist übertrieben defensiv geskillt. King Caffeine kriegt den Stormbolt ab und... Oh, Maurice... Alter Schwede, ne? So viele Blinks, das ist so asozial. Kannst du nichts kaputt kriegen. Oh, da kommt der Stage. Oh mein Gott. Oh, war der gut. Oh Gott, oh mein war der Gott. Gut. War das ein Stage Dive. Ja, Crowdpleaser. Genug Leute vorher mit dem Ulti getroffen. So hat er den jetzt schon wieder. Und plötzlich sind drei Mann mehr tot. Und jetzt müssen sie eigentlich Core gehen. Oder zumindest Boss machen. Boss wäre eigentlich auch Safe Win. Aber das hier müsste eigentlich klappen. Mit 4 gegen 1. Und sie haben den Malfurion und die Tyrande dabei, heißt Doppel-Support und auch Doppel-Follow-Up für den King Carfin Stun. Und tatsächlich, die Nile Esports schaffen es am Ende doch noch. Die Brasilianer haben sich mal wieder gut präsentiert, aber scheiden doch aus dem Turnier. RIP. Ach, ja. Die Armen. Da haben sie sich wirklich gut präsentiert eigentlich. Ja, und diese auf jeden Fall. Map also, hatten sie eigentlich in der Tasche. Auf beiden Maps waren sie ja am Anfang wirklich vorne, aber dann... Aus irgendwelchen Gründen, sie haben nicht mal großartig Fehler gemacht, kommt dann die Nile Esports wieder ins Spiel rein und gewinnt Teamfights. Oh Gott, ey. King Caffeine wird direkt Tweet machen. Bester Tank der Welt. Confirmed. Ja. Einfach bester Stage Dive. Einen besseren werdet ihr nicht mehr sehen hier auf der BlizzCon. Ja, könnte sogar sein. Der war sexy. Na, der war wirklich gut. Das muss man sagen.
Ja, werden wir bestimmt im Replay nochmal sehen. Ja, und das bedeutet natürlich, die Nile Esports sind das zweite Team der Gruppe A, die sich qualifizieren, neben den Koreanern von MVP Black, für die zweite Gruppenphase. Mit der geht es weiter am Freitag. Da werde ich dann Nurok als Co-Caster mit dabei haben von den Misfits. Und morgen sehen wir die zweite Gruppe, die Gruppe B, mit dem europäischen Vertreter, mit Fnatic und das Dingo als Co-Caster. Ich weiß nicht, vielleicht machen wir zwischendurch auch nochmal irgendwelche Mixes oder so. Müssen wir mal abwarten, müssen wir mal besprechen. Und bei der BlizzCon selber in anderthalb Wochen ist dann Gerd am Herd bei mir. Ja, wir sehen sicherlich hier gleich nochmal ein paar Replays, das wollen wir uns ja nicht vorenthalten. Aber Wolle, schon mal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast auf jeden Fall. Ja, aber gerne doch. Ist halt schon harte Arbeit, ne? Wenn man, also du hast ja vorher sogar gestreamt und dann mit noch 8,5 Stunden Cast. Das ist schon ein harter Arbeitstag, den du dir da gegeben hast. Ah, Passion. Die Passion trägt. Ausgezeichnet. Ja, da sehen wir jetzt gleich auch direkt nochmal den wunderbaren Stage-Dive. Der Starfall rotzt halt unendlich rein, obwohl noch nicht mal das Level 20er Upgrade genommen wurde. Und jetzt kommt erst der Laser. Das ist natürlich echt zu spät, aber vielleicht war der auch cool da, dann bin ich mir unsicher. Ja, und King Caffeine, also es ist halt krass, ne? Er wird beinahe gekillt, kriegt Stormbolt und Executioner und jetzt der Stage-Dive. Das ist so krank. Ja. Aha. Ganz, ganz bitter. Aus Sicht von Burning Rage natürlich. Tja, was willst du sagen? Es war trotzdem gut gespielt von ihnen. Sie haben sich eigentlich nur das eine Mal da unten blöd erwischen lassen. Ansonsten hatten sie das Spiel im Sack. Ja, also es war wirklich... Haben sie richtig gut gespielt. Und bei beiden Malen kann man einfach nur sagen, das war wirklich einfach tatsächlich Pech. Einfach nur. Und auch sehr gut gemacht von Denial. Also ich hatte ja vor dem Turnier das Gefühl, Denial kann nichts, so ungefähr. Die wurden von ihren Landsmännern ziemlich hart vernichtet in den Nexus Games. Und das zweite amerikanische Team wartet ja schon in der zweiten Gruppenphase, sind da schon sozusagen reingesetzt. Und ich hätte aber gedacht, dass Denial echt Probleme haben könnten, sich hier zu qualifizieren. Und also das war auch letztlich berechtigt. Also die Brasilianer hatten ja durchaus eine Chance, aber Denial haben wirklich echt gut gespielt. Also da muss man fast sagen, sie haben gegen Astral Authority nicht verloren, weil sie so schlecht sind, sondern weil Astral Authority offenbar richtig crazy good ist. Und insofern lässt das auf jeden Fall natürlich auch hoffen für die zweite Gruppenphase, dass wir da vielleicht mehrere Teams sehen können, die das mit den Asiaten aufnehmen können. Ja, auf jeden Fall. Also heute war schon richtig gut. Kann eigentlich... ich weiß nicht, ob es besser werden kann, aber ich glaube einfach, es wird einfach weiterhin dieses Niveau mindestens bleiben. Und morgen ist natürlich richtig interessant, wenn Europa dann das erste Mal auf der Bildfläche ist, dann ist man gerade als Zuschauer natürlich dann noch mal ein bisschen mehr drin. Auf jeden Fall, da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf. Geht wieder los um 18 Uhr. Ja, wir sehen, die Brasilianer sind natürlich enttäuscht, aber ich glaube, beschämt sein müssen sie auf jeden Fall nicht. Ja, und die letzten Winners-Interviews wurden weggeschnitten. Ich weiß nicht, ob wir jetzt einfach uns gerade verabschieden da oder ob wir in Winners-Interview gehen. Ja, sieht so aus, als würden wir einfach beenden. Na gut, Wolle, dann danke ich dir ganz herzlich. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Ich euch auch. Und liebe Zuschauer, euch sei nochmal eben gesagt, @Wolkaracho auf Twitter, auf Facebook, auf Twitch für meinen liebenswerten Co-Caster. Der streamt auch die ganze Zeit und vor allem gibt es nächste Woche die Sturmschau bei Wolle und da werden wir die BlizzCon, die eigentliche BlizzCon, nochmal genauer predikten und so weiter besprechen. Und wenn ihr da mit dabei sein wollt, müsst ihr den Social-Media-Kanälen von Wolle folgen, denn sonst werdet ihr das nicht mitkriegen. Und ich werde die natürlich gleich nochmal in den Chat packen, damit ihr das auch hinkriegt. Ja, vielen Dank, Wolle. Gute Nacht.